Bei schönem Fußballwetter konnten die Weißenfelser Kicker am Ende mit 3:1 den verdienten Heimsieg verbuchen. Etwas Geduld brauchten die Zuschauer zu Beginn, denn beide Seiten begannen verhalten. So dauerte es ganze 8 Minuten, bis die erste Chance für die Gastgeber herausgespielt war. Doch der Thaler Torwart Niko Pizek konnte ohne Probleme klären. In der 15. Minute dann die nächste Chance für den ersten FC. Einen Freistoß von Michael Salak konnte der Torwart der Gäste zur Ecke abwehren. In der 18. Minute spielten sich die Gastgeber schön über die linke Seite mit Tobias Bettermann und Max Pfannschmidt durch, scheiterten aber am guten Pizek, der per Fußabwehr klären konnte. Dazu Spielertrainer Mike Zimmermann. Ja, sicherlich sind wir da nicht immer so zielstrebig, wie mir das auch vorstelle. Nichtsdestotrotz haben wir gerade in der ersten Halbzeit uns auch viele Torchancen erarbeitet, so ist es nicht. Und, aber Sie haben da recht, wir müssen noch zielstrebiger sein, wir müssen noch geiler auf das Tor sein und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Das zeigte sich dann in der 21. Minute. Kapitän Ronny Scharf sah den startenden Toni Feist, der Pizek keine Abwehrchance ließ. 1:0 für die Gastgeber. In der 37. Minute konnten die Weißenfelser wieder jubeln. Max Pfannschmidt kämpfte sich auf der rechten Seite durch, kam aber im Strafraum zu Fall. Schnell war er wieder auf den Beinen und konnte sicher zum 2:0 verwandeln. Nach der Pause war es Tom Unholzer in der 58. Minute vorbehalten, die beruhigende 3:0-Führung herzustellen. Sowohl die Gäste aus dem Harz als auch die Gastgeber hatten in der Folge weitere Chancen, die aber keinen erfolgreichen Abschluss fanden. In der 73. Minute dann noch der Ehrentreffer für die Gäste. Nach einem Freistoß von der linken Seite stand Memeke frei und hatte keine Mühe zu vollenden. Ja, ich denke, wir können zufrieden sein. Das war mehr oder weniger gehackert ist auch. Wir wussten das heute gegen die Tabellenletzten. Alle haben gesagt, es war nur eine Frage der Höhe. Aber wir wussten uns, dass es ein schweres Spiel wird. Und ich denke mal, das hat die Mannschaft heute wieder bewiesen, wie charakterstark wir eigentlich sind. Und wir können hochzufrieden sein. Ein bisschen unzufrieden bin ich persönlich mit der zweiten Halbzeit. Aber letztendlich, man hat heute auch gesehen, dass halbe Kraft reicht in der Landesliga nicht. Auch gegen Tabellenletzten nicht. Wir müssen jedes Spiel noch 100% geben. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja, ich denke auch, dass wir hätten oder beziehungsweise müssen noch 2-3 Tore mehr machen müssen. Ich alleine gerade schon die letzten 10 Minuten da, dann muss ich den René Slawinski rüberspielen. Aber tja, so ist das manchmal im Fußball. Aber wir können zufrieden sein. Spielertrainer Mike Zimmermann zog dann für uns sein Resümee. Der Gegner, ja, da wäre ein Letzter auf dem Blatt Papier. Aber ich sage mal so, das Ergebnis täuscht etwas hinweg. Ja, Thale hat insbesondere in der zweiten Halbzeit sich einige Torchancen herausgearbeitet. Da haben wir einfach nachgelassen. Ja. Ich sage mal, nach einer guten ersten Halbzeit haben wir da einfach einen Gang zurückgeschaltet. Das hat mir nicht so gefallen. Nichtsdestotrotz muss man solche Spiele ziehen. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir 2 Wochen Pause. Da werden wir uns wieder konzentrieren. Wir versuchen, die Fehler, die wir gemacht haben, auch insbesondere in der zweiten Halbzeit abzustellen. Und dann gehen wir ins nächste Spiel. Der erste FC ist vor dem SV Dessau 05 auf dem ersten Tabellenplatz. Für Toni Feist gibt es ein klares Ziel. Wir haben noch 7 Spiele und sind noch 21 Punkte zu vergeben. Wenn wir diese 21 Punkte holen, rechnen können wir alle. Ich glaube, da sind wir Erster. Wir wollen auch Erster werden. Das ist Fakt. Wir wissen mit dem Relegationsplatz, auf so ein Spielchen wollen wir uns nicht drauf einlassen. Wir haben noch 7 Spiele und die werden wir voll angehen. Ja.